sind die Stars der YouTube-Szene. August Yilmaz, Philipp Laude und Matthias Roll, besser bekannt als YTT. 1,9 Millionen Abonnenten, 400 Millionen Videoaufrufe auf YouTube. YTT sind das erfolgreichste deutsche Internet-Comedy-Format. Was für die einen im Jahr 2013 noch Neuland ist, scheint für die Generation unter 20 Jahren selbstverständlich. Mit YouTube, Facebook und Twitter sind viele der Kids von heute aufgewachsen. YouTube ist für die meisten von ihnen das neue Fernsehen. Das Medium einer ganzen Generation. Der Tisi bin ich, hi. Wir haben uns heute erneut hier versammelt. Die Plattform macht Stars, so auch YTT, die mit ihren Shows mittlerweile ganze Hallen füllen, Chartplatzierungen mit ihren Musikvideo-Parodien erreichen und mittlerweile sogar ein ganzes Album planen. Phil, TC und OG haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Die drei können nicht nur davon leben, sie genießen Star-Status, geben Autogramme, Interviews und werden oft auf der Straße erkannt. Dahinter steckt aber auch harte Arbeit. Der Erfolg kam vor 2 Jahren, YTT gibt es bereits seit 2006. Wie geht's dir gut, yo? Kartoschka. Ich hab dir gesagt, die Biatch würde uns verraten, Bro. Nein, dein Kumpel macht gemeinsame Geschäfte mit den Russen. Er wollte uns in einen Hinterhalt führen. Du musst mir glauben, Bro. Kill die Bitch. Nein, kill deinen Bro. Begonnen hat alles mit kleinen Comedy-Videos, die sie für Freunde ins Netz stellten. Daraus entwickelte sich aus YouTube ein wahrer YTT-Hype. Am Anfang war das für die Jungs nicht immer ganz einfach einzuschätzen. Das erste Mal, als wir erkannt worden sind auf der Straße, war es erstmal so komplett innerlich, dachten wir uns, wow, okay, was passiert jetzt gerade hier? Und nach außen dachten wir, wir müssen jetzt ganz cool wirken und so tun, als ob uns das jeden Tag passiert. Das war am Dom, auf der Domplatte, dann sind wir danach zu dritt noch um die Domplatte rum, um die Ecke und dann haben wir uns gefreut und eingeklatscht und gesagt, geil. Wir haben einen richtigen Fan und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es eigentlich, also wenn wir zu dritt unterwegs sind, ja, alle paar Minuten passiert und da ist es natürlich dann irgendwann schon was anderes, also in gewisser Weise gewöhnt man sich dran, dann gibt es natürlich Momente, wenn man gerade isst oder so, wo man sich denkt, okay, jetzt würde ich jetzt nicht gerade gern observiert werden, aber alles in allem, man gewöhnt sich dran und man sagt sich vor allem auch immer wieder selbst, das sind die Leute, die meine Videos gucken, das sind die Leute, denen ich Freude mache mit dem, was ich tue, insofern freut man sich dann auch drüber. YTT wird auch in diesem Jahr wieder auf dem Video Day am Start sein, dem größten YouTube-Treffen Europas. Am 24. August trifft sich in der Lanxess Arena Deutschlands YouTube-Prominenz. Organisator Christoph Krachten ist selbst ein bekannter YouTuber. Das Medium ist für ihn Sprachrohr einer ganzen Generation. Das ist ihr Alltag. Sie sind in sozialen Medien wie Facebook, Twitter und eben YouTube unterwegs. Und YouTube ist der Content, den sie gucken. YTT sind die populärsten Comedians in der jungen Zielgruppe. Populärer als ein Mario Barth oder andere. Und die können nicht mehr Fernsehen, weil wenn ich um 16 Uhr was sehen will und dann kommt eine Diskussion auf Facebook, dann kann ich das nicht mehr gucken. Das passt einfach nicht. Deswegen ist YouTube das neue Medium. Und es gibt neuen Content dort. Es gibt viel witzigere Comedy, die auch viel mehr aus der Lebenswelt des Publikums ist, viel mehr damit zu tun hat und deswegen, glaube ich, auch erfolgreicher. Der Video Day soll laut Veranstalter auch in diesem Jahr wieder alle Rekorde brechen. 2012 zählte das Event bereits über 4000 Gäste. In diesem Jahr soll die Besucherzahl noch einmal gesteigert werden. Das zeigt vor allem, dass für die junge Generation das Internet allgegenwärtig ist. YouTube als TV-Ersatz, für viele schon Realität.